UKH Goalball-Reihe Inklusion im Sportunterricht. Staffellauf mit Bewegungsaufgaben. Unser Sicherheitstipp: Achtet auf ausreichend Abstand zwischen den Gruppen und seid aufmerksam, um Kollisionen zu vermeiden. Die SchülerInnen werden in Gruppen von 6 bis 8 Personen aufgeteilt. Alle Personen in der Gruppe stellen sich hintereinander auf. Eine Person steht den anderen gegenüber an der Pylone und unterstützt die Gruppe verbal. Die erste Person in der Reihe verschließt die Augen. Die Lehrkraft nennt eine Bewegungsaufgabe, zum Beispiel einbeinig hüpfen, auf der Stelle einmal im Kreis drehen rückwärts laufen oder ähnliches. Die Bewegungsaufgabe wird nur auf dem Hinweg ausgeführt. Danach rennt man um die Pylone herum und klatscht die nächste Person aus der Reihe ab. Nach jeder Aufgabe übernimmt eine andere Person die Position an der Pylone. Nehmt euch Zeit für die Reflexion. Es kann schon sein, dass die Übung bei den Schülerinnen und Schülern Gefühle auslöst, über die sie gerne sprechen möchten. Schaut euch auch unsere anderen Videos zu Goalball im Sportunterricht an. Alles Weitere findet ihr in der Videobeschreibung.